Es ging ja los mit diesem 1-1 gegen Bielefeld. Danach gingen die Wege tabellarisch und auch leistungstechnisch so ein bisschen auseinander. Ein Grund, der immer angeführt wurde, war, dass Bielefeld halt diese personelle Konstanz hatte, die euch oft gefehlt hat in der Hinrunde. Siehst du noch andere Aspekte, die dafür gesorgt haben, dass sie jetzt doch ganz oben stehen und ihr eben nicht? Ja, ich glaube, man sieht das über die Jahre, insbesondere Vogelsammer und Klos, ja, fast ein blindes Verständnis aufgebaut haben. Und der eine schafft es immer, den Ball genau dahin zu verlängern, wo der andere steht. Und häufig reichen zwei, drei Spielstationen, häufiger sogar von Ortega hinten angefangen, über eine Kopfballverlängerung, dass eine gute Torchance entsteht. Und ich glaube, was das angeht, konnten sie so einige Punkte machen, haben generell eine gute Wucht, auch offensiv, versuchen einen guten Ball zu spielen, seitdem Uwe Neuhaus dort an der Seitenlinie steht. Und glaube, das hat alles dazu geführt, dass ja, seit vielen Monaten eine klare Linie da war. Das, was man eben von außen mitbekommt, dass alle den Weg mitgehen und dass die Spieler, die auf dem Platz stehen, immer wieder punktuell ergänzt werden oder auch punktuelle Wechsel stattfinden, aber ja, eine große Konstanz schon seit jetzt einer längeren Zeit da ist. Trotzdem, obwohl sie oben stehen, Bielefeld ist eigentlich einer eurer Lieblingsgegner. Die letzten 10 Spiele, da gab es nur eine Niederlage. Ist das so ein Omen, was man gerne mitnimmt in so ein Spiel oder spielt das eigentlich überhaupt keine Rolle?